Boah. Afterlife VR. Hängt einer. Da heult einer. Das ist verschissen. Anti-Lasing ausstellen. Kann ich mal jetzt erstmal Standing. Start. Options. Grafik. Oder man kann das hier ausstellen. Da. Ah, ja. Ah, herrlich, 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 herrlich. Jetzt kackt er ab. Auto will ich nicht. Ich will kein Auto. Ja, okay. Ah, nee, nee, passt. Passt, passt. Turn hand. Left. Scheint dieses Spiel... Linkshänder Support zu haben? Menü. Français. Deutsch. Pausenmenü. Dialog. Untertitel. Untertitel anzeigen. Sprachen. Wir gucken mal, ob das Google Translator ist oder... Scheint nicht zu anlegen. Effekte Gamma. Zurück. Sprache haben wir schon. Dödel. Effekte Stimmen. Master. Musik. Ja, lassen wir mal so. Okay. Lass uns überraschen. Normal. Spiel 1. Möchtest du ein neues Spiel starten? Annullieren. ich glaube, das ist Google Translator. Um sich umzusehen, bewegen Sie den Thumbstick. Oh. Zum Gehen den Thumbstick bewegen. Oh, Linkshänder Support. Ich kann nichts anfassen. Das Licht angegangen. Ich gehe erstmal hier. Ja. Ich muss mal eben einmal das Spiel ein bisschen lauter stellen unter dem Headset. Einen Moment. Jetzt. Abzug drücken, um die Tür zu öffnen. Ja, gut, das ist Trigger, ne? Abzug. Ich drücke den Abzug. Alter, ist das laut. Abhocken und vorwärts. Ja, ich hock mal eine Runde ab, ne? Alter, ich bin tiefer als... Ja, egal. Oder hat er jetzt, hätte er automatisch abgehockt? Ich weiß es nicht. Besser, du verschwindest von hier. Okay. Aber da ist doch nix. Außer laute Musik. Also wenn jetzt irgendjemand was gesagt hat, habe ich nichts verstanden. Beide Thumbstick nach oben bewegen. Ach, beide. Aha. Jetzt ist aufgegangen. Okay, 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 okay. Eine Taschenlampe. Abzug drücken. Ja, ich drücke mal den Abzug. Ich hab... Oh, oh. Wieso ist sie jetzt schon wieder leer? Ich hab die doch gerade erst aufgenommen. Tatsache, die ist leer. Aber da sind ja welche... Greife dir die Batterien. Ist auch cool, dass man mal immer wieder mit Grip, dass man mit Träger greifen muss und mit Grip, aber ja, das sind. Oh, ich kann Taschen aber benutzen. Oh. Ja, gut, die Staubwolken, Staubpartikel, Staubwolken. Partikeleffekte ist zwar cool, aber dass die jetzt einfach nur so ein Trichter da drum sind, ist auch schon. Ja, egal. Man, das ist Meckern auf hohem Niveau. Meine Güte, dachte ich doch sowieso nicht drauf. Schlimmer ist, wenn mir gleich LOD auffällt, dann. Tür geht von alleine auf. Alter, ist das Booster. Achso, der lädt einfach nächsten Abschnitt. Ah, das war wahrscheinlich das Tutorial. During a routine night patrol, a routine police officer, Adam Bernard receives a dispatch call regarding horrific events taking place in Black Rose Mental Hospital. Dass das immer Irrenanstalten, Krankenhäuser oder Schulen sein müssen. So he's sure to be the first responder. The bad news,
Adam's younger sister Allison was recently sent to that exact same. Ah, oh, was ein Zufall. And she's not the only one whose life is in danger. Fterlife. Fterlife VR. Fterlife. Ja, das ist der eine Wand. Ah, oh. This is Adam Bernard. I'm just a couple of miles away. I hope it's nothing too serious. My younger sister Allison was sent there recently. It's a potential 1079. Sorry. Really? A hostage situation? It needs to be in den texanischen Akzent. No, it's okay, I'm on it. Over and out. Wie auch sofort da ist, ne? Und wie mein Auto jetzt auch sofort kaputt ist. Shit. Looks like I'm walking. Ja, walke eher. Wie walkst du mit mir? Boah, ich hab schon ewig kein Let's Play mehr gemacht. First Impression. Direkt ein Spiel, was Linkshänder Support hat. Ich kann es immer noch wieder erwähnen. Das ist total cool. Genau. Nochmal deine Uhr. Warum? Warum? Was ist, wenn ich 200 erreiche? Ja, jetzt heul doch nicht rum. Oh, eine Funzel. Bernard here. I'm almost at the scene. Tell the boys the road is blocked before you send them here, will you? Sure thing. Are you alright? Yeah, hospital's not that far away. So, over and out. Over and out. Ach, das ist ein ungeschützter Baum. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Also das sieht schon sehr cool aus. Und er duckt sich ein bisschen mit, wenn ich mich duck, dass man nicht komplett in Hocke gehen muss. Also das sieht schon cool aus bis jetzt. Atmosphäre ganz cool. What the hell? What the hell? Toll, ich hab's natürlich wieder nicht gesehen, ne? Das ist doch wieder richtig hart scheiße. Oh, Batterien. Blinkt wieder was? Was passiert? Nö. Ach ja, Trigger. Psychiatric Hospital. Unser Lieblingsarzt hat gerade aus irgendeinem Grund 3 Dutzende Pakete mit Batterien bestellt. Als ich ihn darauf ansprach, fing er an von Kontrollgruppen, Bewachungsgeräten, fehlenden Patienten und der Endphase seiner EP-Tests zu schwafeln. Vielleicht hat er einen Scherz gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wofür EP steht. Bring es ihm einfach heute Abend, Charlie. Und wir machen Schluss für heute, okay? Covey Broker Jr. Okay, Batterien. Warum nehme ich nur eine da raus und nicht gleich 30? Oh, da blitzt das. Es blitzt. Ach ja, genau, ich kann ja laufen, wenn ich beide nach vorne drücke. Aha. Vögel, die wegfliegen. Ah, hä? What the fuck? Ja, echt, what the fuck? Was ist passiert? Haben die mich angegriffen? Toll, die ist leer. Das Rohr knirscht. Oh. Ach, da ist mein innerer Balken, der Ladebalken, Füllstatus,
Fliegerfüll. Phil. Schon wieder Phil. Greif mich schon wieder an und gib's gleich auf die Fresse, ey. Aua! Was soll die Scheiße? Sind die dumm oder was? Cool, cool. Stricke. Zum Schaukeln. Das ist bestimmt hier zum Festhalten und dann so. Hui. Oh, diesen Schreibsound kenne ich. Diesen Schreibsound kenne ich. Das ist. Aus welchem Spiel ist das? Diesen Schreibsound kenne ich. Woher kenne ich diesen Schreibsound? Das ist aus irgendeinem anderen Spiel. Ich weiß es nicht. Überprüfe, öffne das Spiel. Ich drücke die rote Taste. Öffne das Menü und prüfe. Das geht aber nicht. Ich kann das Menü nicht öffnen. Ich muss einfach den anderen Knopf drücken. Okay, zurück zum Spiel. Da, das ist Battery. Die nehmen wir mit. Die Battery. Mann! What the fuck? Echt, ey. What the fuck? Sind die dumm, die Viecher, oder was? So, da muss ich bestimmt durch oder da, weil da ist alles sonst, da ist bestimmt zu. Danger, High Voltage. Ist zu, war klar. Dann geht es auch. Also sieht schon ganz cool aus. Da ist rotes Licht. Da steht einer am Fenster. Hallo. Ich bin von der Polizei. Ich würde gerne mal. Hallo. Ist auf? Ich komme rein, ne? Ey! Oh, komm mal runter hier. Mach auf den Schuppen da. Das ist mit dem toten Rahmen, das erinnert mich Vögeln, das erinnert mich ein bisschen an Condemned. Aber woher habe ich diesen Schreibsound mal gehört? Ja, das ist aber genau, explizit genauso, wie der klingt. Ist das irgendwie... aus irgendeinem anderen Spiel. Hier ist ja auch zu. Da sind noch verkackte Vögel. Alter, das sind voll viele Vögel. Da. Oh. Piss dich. Ich komm jetzt rein. This is the police. Anyone here? Where's the staff? Doesn't really look like an open hospital. Ja, tut's auch nicht. I need to take care of this before it gets infected. I hope there's some meds in here. Ja, stimmt, ey. Die haben mich voll angekaut, die Drecksviecher. So, hier komme ich nicht weiter. Da. Ist das bei Postal 2 nicht sogar die Schrift? Ich weiß es nicht. So, da ist die Tür jetzt ein bisschen auf. Dann gehen wir da jetzt auch als erstes hin. Das macht das macht am allermeisten Sinn. Kann ich nicht. Oh, das ist hier aus dem Anfangsmenü und hier hat sich einer erhängt. Oh, hier ist ein Text.
Oh, meine Batterien sind gleich schon wieder alle. Da ist nix. Da muss ich gleich weiter. Aber jetzt bestimmt eine Batterie. Ist hier eine Batterie? Gib mir eine Batterie. Klo? Klo. Da ist Batterie. Ja, siehst du, das ist schön. Das ist schön. Tut mir eben einmal die Drehgeschwindigkeit erhöhen. Wenn das geht. Ah, wohl das ist ein Drehwinkel, ne? Das ist bestimmt nicht. Naja, das bleibt so langsam. Ja, okay. Dann ist das so. Klingt nach alten Rohren. Oh, Schlüssel. Alter! Ah, Schreibtisch. Kann hier nichts angrabbeln. Oh, noch nicht. Batterie. Nice. Ah, ist schon cool. Bis jetzt sagt mir das schon ganz gut zu. Ist zwar noch nicht viel passiert, aber ist schon ganz nett. So, Schreibtisch. Ich muss jetzt bestimmt hier, weil vorne komme ich ja nicht durch. Ich mache jetzt hier auf. Aha, siehst du, genau. Komme ich nämlich jetzt hier an den Schreibtisch. Das ist auch das Einzige mit dem Schloss vor. Ist ja noch mehr. Kann ich noch mehr aufmachen? Ja, das ist, schlau bin ich ja auch. Patientenkarte Nummer 001. Vorname Mark, Nachname Scout. Alter 34. Information zum Fall. Nach einer schweren Kopfverletzung war der Patient nicht in der Lage, seine Familie und Freunde wiederzuerkennen. Hatte aber keine Probleme, Personen aus seinem Arbeitsumfeld zu erkennen. Ich vermute, dass ein Teil seines Hippocampus durchtrennt wurde und dadurch alle persönlichen Lebenserinnerungen ausgelöscht wurden. Weitere Untersuchungen scheinen notwendig. Okay. Du das für notwendig erachtest. Dann wird das wohl so sein. Da kann ich nichts machen. Boah, ich will doch jetzt nicht alle Schränke durchsuchen. Dieses Autoducken ist ein bisschen hart irritierend. Jetzt wieder zurück. Hallo? Hey, anybody up there? Oh, hier ist was auf. Hallo. Hey. Was geht ab? Hallo. Hallo. We should go check and see who's making so much noise. Hallo. Ja, da ist doch einer. Wieso sprichst du den nicht an? Verstehe ich nicht. Wenn du mich jetzt anjumpscarest, hau ich dich, ey. Jetzt ab. Ich hau zur Mama. Oh.
Fick dich mit dem Duken, ey. Ohne Witz, Mann. Let me out. Help me. Save me. Ich habe die Hälfte meines Lebens in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen verbracht. Die Medikamente ließen mich Dinge vergessen, mir dann meine ganze Persönlichkeit, meine Eltern, ja, halt mal die Fresse, mein Bruder sind nur noch eine vage, verblasste Erinnerung. Ich war so schwach, so verloren, ich hatte das Gefühl, dass einige Menschen, die sich je um mich gekümmert, der einzige Mensch, der sich je um mich gekümmert hat, war Dr. Kronberg. Er sagte mir, ich sei begabt. Er sagte mir, dass meine Gabe eines Tages die Welt verändern wird. Aber in letzter Zeit benimmt er sich seltsam. Manchmal vertraue ich ihm, manchmal fühle ich mich von ihm benutzt. Heute Nacht hat er mir gesagt, dass mein Blut der Schlüssel ist. Jetzt habe ich Angst, dass er mir wehtun wird. Nur damit er sein Experiment funktioniert. Ich habe bestimmt irgendwie solche telekinetischen Kräfte irgendwie so einen auf Carrie oder so. Alter, was ist das denn für widerliche Scheiße? Achso, das ist. Oh, Schlüssel. 1A. 01, okay, das ist gut. Schlüssel ist gut. Schlüssel nehmen wir. Und da ist noch eine Batterie. Machen wir hier jetzt wieder auf. Das geht nicht. Also gehen wir jetzt wieder zurück. Ja. Ach, jetzt ist schon der Schlüssel direkt hierfür. Ist ja langweilig. Durch Jumpscare er mich an. Ja, jetzt ist er weg, war so klar. Ist das A10? Achso, ist das echt aus, ja, boring. Oh. Alter, dieses Ducken, ne? Das ist richtig hart. What the hell? Es geht ab. Eine verschissene Taschenlampe, Mann. Da ist nichts drin. Aber hier sind schon Batterien, weil hier angelehnt ist. Junge, du hast doch gerade gesehen, was da ein Geräusch gemacht hat. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, was du da laberst. And there it is. Now I can just punch it in and enter the right wing. Oh, cool. 8, 5, 6, 7 war das, ne? Jetzt hinter mir einer steht. Ich wusste es. Slightly Gänsehaut. So, da komme ich nicht weiter, ja, alles klar. Die Batterie nehme ich noch mit. Die suche ich jetzt nicht ab, da habe ich keinen Bock drauf. Die mache ich jetzt aus, damit ich sparen kann. 8, 5, 6, 7. Da ist auch noch einer. Zitter. Hä? Ja, der andere Typ auch schon nicht, aber da hast du nichts gesagt. 8, 5, 6, 7. 8, 5, 6, 7, 7. Hoho! Floating Hands. Spiel gespeichert. Heb das Walkie-Talkie auf. Dispatch, this is Bernard. I'm inside the Black Rose Hospital. Adam, help me. Dispatch, can you hear me? What the fuck is going on? The fuck, du fluchst ganz schön viel. The fuck. Der sieht gesund aus. Muss er jetzt 1 Euro reinwerfen?
ist schön, wenn ein Spiel dynamische Schatten hat. Das hebt die Atmosphäre gleich viel mehr auf. Also das ist wirklich so. Oh, Batterie. Ich liebe Batterien. Aber hier komme ich ja gar nicht weiter, weil ich den Schlüssel gar nicht weiß. Okay, I just need a code. No shit, Sherlock. Alter, warum sieht der... What the fuck? Das ist ja auf dem Klo und ich habe das nicht geschnallt. Da! 2517. Das wäre ja wirklich sehr einfach. 2517. Was vom Grund sich an jedes Mal immer? Das ist man auch. Oh, nice. Ja, genau, hier drin. Oh Mann, komm mal doch mal. Nein. Geht hier drin was ab? Oh, Batterien, geil. Ich liebe Batterien, ich liebe Batterien. Oh, noch eine Batterie. Da sind Mäuse. Oh. Und eine Babymaus. Das sind Nacktratten. Nicht beißen. Ich. Hey! Ziehst du. Ha! Erwischt den kleinen Pissviecher, ey. Who put the key in there? Is this some kind of sick, twisted game or what? Yep. Spritze. So, ich würde sagen, wir spielen jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Ich hoffe, da passiert dann noch irgendwas Geiles. Ja. Some batteries in here. War so klar. Da in der Ecke steht jetzt was. Irgendwo steht jetzt was. Wetten, da steht irgendwas. Kleinen Ficker. Hä, was ist das? Ach, die hätte ich ablenken können. Ah, hier. Oder auch nicht. Oh, dieses scheiß Ducken. Nö, die sind aber auch nicht, dachte, das wäre jetzt Futter zum Ablenken gewesen. Ach, oh ja. Ja, aber ich habe es ja trotzdem gekriegt. Ich habe das Spiel ausgetrickst, obwohl ich es gar nicht austricksen wollte. Da gucke ich jetzt nicht rein, habe ich keinen Bock drauf. Hier brauche ich bestimmt den Schlüssel. Jesus, what kind of experiments are they running here? Irgendwas mit? Ich habe LOD gesehen. Da, guck dir das an. Guck dir das an. Boop. 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 Aber komisch nur die Platte. Aber hier, das da oben, das bleibt... Oh Mann, warum sehe ich sowas immer? Oh. Muss mich wieder ducken. Hallo. Hm? Ich weiß, er hat gespeichert, aber wir gucken eben noch mal kurz weiter. Hier sind die. Hier ist Bad. Hier passiert bestimmt was. Auch nicht.
Alter. Boah. Hab ich mich, ey. Boah, ich hab mich voll vor einem fliegenden Mädchen erschrocken. Ist das for real? Oh. Ha? Haben die jetzt bei 4 geklaut, oder was? Boah, ich bin mich erschrocken. Was hätte ich denn jetzt machen sollen? Licht aus, Licht an. Einfach weg, verstecken. Is this for real? Ja, dann flieg ich mal eine Runde weiter ab. Ah, das ist jetzt bestimmt hier... Verstecken und so, oder? Ah, oh, die steht da noch, die blöde Kuh. Ich fass es nicht. Ja, da kann ich jetzt ja nicht hin. Ist ein bisschen creepy, ne? Hallo? Boah, stell dir mal vor, du gehst hier so um die Ecke. Machst du so, dann... Machst du aus? Und dann steht die jetzt hier vorne. Machst du aus? Und auf einmal steht die hier direkt vor dir. Gut, das würdest du sehen, aber... Boah, das würde ich machen. Ich würde so richtig den Spieler richtig verarschen, indem ich das so machen würde, wie ich es gerade gesagt habe. Oh, Spritzen. Gibt es bestimmt Spritzen drin. Noch nicht, aber hier ist bestimmt eine drin. Alles klar. Ist hier noch irgendwo eine Bob-Theory? Oh, hier ist Text. Text zum Lesen. Ah, oh, das ist cool, dass ich dafür keine Taschenlampe brauche. Das soll, ist, finde ich, eigentlich ziemlich cool, weil da musst du nicht die Batterie verschwenden. Ist zwar nicht realistisch, aber eine gute Idee. Ich denke, dass das Absicht ist. Patientenkarte 2. Finis. Cage. Gage. 25 Informationen zum Fall. Er litt bei einem Unfall, bei dem ein Metallgegenstand in einen ständigen Begleiter durch seinen Kopf geschleudert wurde. Schwere Stirnlampenverletzungen. Seine sehr empfänglich für Vorschläge. Ein idealer Kandidat für die Kontrollgruppe. Mhm. Kontrollgruppe, aha. Also, bis jetzt spielt sich das Spiel echt gut. Also muss ich sagen. Ach ja, genau, das Mädchen ist er ja noch. Ist er auch. Blöde. Ich weiß noch nicht, ob die da jetzt wirklich stehen muss. Und ob die da nicht despawnen müsste. Ja, dann pauschal würde ich sagen, gehen wir da jetzt mal hin, ne? Und lassen uns jumpscaren. Ist doch scheiße. Oder die rennt weg. Hi. Jetzt fliegt sie wieder weg. Das sah jetzt ein bisschen witzig aus. Okay. What the hell? Was? Der Stuhl ist what the hell? Was ist denn mit dem fliegenden Mädchen? Boah, das ist voll scheiß Duster, ey. Sowas ist richtig geil. Wenn du wirklich einen Scheiß siehst, sowas liebe ich. Das ist richtig geil. Oh, ist das eine stärkere Taschenlampe? Das wäre voll cool. Ey! Oh, da ist ein bisschen auf. Da ist sie auch hingeflogen. Oh, was ist das? Wodka. Oh, eine Sicherung. Nehmen wir mal mit. Die brauchen wir bestimmt für jetzt irgendwas. Für ein Resident Evil typisches ich hole irgendwas von A und steck's in B rein. Oh, ich steck's in B rein. Ach oh, scheiße, sind mehrere, die fehlen. I need to find the missing fuses. Ah, das ist doch wieder Kaka. Okay. One more to go. Das ist auch so geil, das war richtig schön geil. Ja, ich würde jetzt mal. Obwohl, nee, eigentlich rein theoretisch als Elektriker zu lang kommt von unten, dass man noch richtig geil unter Spannung da reinkrabbelt. Ja, das ist auch wirklich richtig clever. Richtig hart clever.
So. Speicherstand wäre jetzt cool. Wenn wir hier jetzt erstmal einen Break machen. Oh, hier ist die Sicherung. Nice. Das war ja einfach. Wenn ich ein Arsch wäre, hätte ich jetzt auch irgendwas hier hinter dem Fenster gemacht. Ah, hier kann er laufen. Ich vergesse aber, dass ich laufen kann. Oh, jetzt ist ja gleich Licht an. Das ist ja wieder doof, ey. I hope this will work. I've spent decades examining psychic powers among kids, and the results are simply stunning. Some call them indigo children from the aura scholar, but I'm not one of those new age enthusiasts. I just want to know how their brains work, and where do these incredible powers come from. Ich sag doch Telekinese. Das ist immer Telekinese. Mädchen, Telekinese und Irrenanstalten. Immer derselbe Scheiß. So, jetzt bitte speichern. Speichern wäre cool. Speichern wäre fantastisch. Lever's broken. I need to fix that. Shit. Maybe there's another lever somewhere nearby. Ja, auf jeden Fall ist da einer nebenbei, dicht bei. Naja, das geht nicht, weil kein Strom. Power's back on, but the elevator is still not working right. Der hat keine Türklinke. Vielleicht ist er wieder auf dem Klo. Oh, Klo, Klos. Ah, siehst du, war klar. Es war so klar. Sounds like the elevator's working again. Yeah, yeah, yeah. Das heißt, es wird jetzt auch gleich gespeichert. Ziemlich sicher. Ja, nice. Ach, bitte nicht. Ja, los. Und jetzt ins Gesicht. Did I stop the elevator? But how? Gespeichert. Nice. Ja, aber das ist, es war so klar, ne? Das ist Licht an, Rücken, Licht aus, Licht an, vor die Fresse. Also das ist so klischeehaft. Ja, das soll auf jeden Fall mein First Impression zu Afterlife gewesen sein. Ja, Afterlife. Also, dafür, dass die meisten Scares sehr offensichtlich waren, atmosphärisch war super geil. Also, war eine gruselige Atmosphäre, war jetzt nicht super, ich piss mich voll, aber es war eine coole, das war eine geile Atmosphäre und ja, auf jeden Fall was, was man weiterspielen sollte. Ist aber noch im Early Access, also wer weiß, wie weit das überhaupt spielbar ist momentan oder was noch fehlt. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!